Nachdem dieses Baby einen schweren Hirnschaden erlitten hatte, blieb ihm nur noch kurze Zeit zu leben. Dann bläst ihm ihre Schwester auf den Bauch. Am 17. Dezember 2014 brachten Amy und Stephen Smith ihr viertes Kind auf die Welt. Ihre Poppy wurde nach 29 Schwangerschaftswochen geboren und wog 0,9 Kilo. Aufgrund ihrer frühen Geburt verbrachte sie mehrere Wochen auf der Neugeborenenstation. Nach 3 Monaten wurde sie entlassen. Zu diesem Zeitpunkt wog sie bereits 1,8 Kilogramm. Kurze Zeit später stellten ihre Eltern fest, dass sie beim Essen häufig sabberte. Sie gingen erneut in die Klinik, wo das Möbius-Syndrom diagnostiziert wurde. Den Ärzten zufolge handelt es sich um eine sehr seltene neurologische Störung, die sie daran hinderte, ihre Gesichtsmuskeln richtig einzusetzen. Sie war nicht in der Lage zu lächeln oder die Stirn zu runzeln. Auch ihre Fähigkeit zu schlucken waren beeinträchtigt. Als ihre Eltern dies hörten, waren sie am Boden zerstört. Alles, was sie wollten, war, dass ihre Tochter ein normales Leben führen konnte. Poppy würde vielleicht nie laufen oder sprechen können, aber sie widersetzte sich allen Erwartungen. Mit nur 15 Monaten fing sie erstaunlicherweise an zu gehen. Ihre Eltern waren überglücklich, dass sie geschafft hatte, was keiner für möglich hielt. Sie sagten, dass sie vielleicht nicht laufen oder reden würde, aber mit 15 Monaten lief sie, was für ein Frühgeborenes ziemlich unnormal ist. Es war erstaunlich, dass sie all diese Dinge tun konnte. Um ihren ersten Geburtstag herum konnten wir sie von der Ernährungssonde befreien und im Laufe des Jahres 2016 ging es ihr jeden Tag besser. Sie sprühte vor Lebenskraft, nichts konnte sie aufhalten, sagt ihr Vater. Die Kleine musste noch einige Male wegen Atemproblemen das Krankenhaus besuchen. Die Mediziner waren jedoch erstaunt, wie gut es ihr ging. Sie ist eine Kämpfernatur. Leider musste sie kurz vor ihrem zweiten Geburtstag, am 17. Dezember 2016, eine weitere schreckliche Erfahrung machen. Möchtest du mehr darüber erfahren? Dann sieh weiter. Einige Tage vor ihrem Ehrentag wollte ihre Mutter sie wecken, aber was sie sah, machte sie fassungslos. Ihre Prinzessin konnte nicht aufstehen. Sie war so verängstigt. Laut Stephen konnten er und seine Frau den Herzschlag der Kleinen spüren, aber sie reagierte nicht. Das Duo merkte auch, dass sie nach Luft schnappte. Sie wussten sofort, dass etwas nicht stimmte. Sie wurde daraufhin in das Furness General Hospital in England gebracht. Dort kümmerten sich die Doktoren darum, sie zu stabilisieren. Und anschließend wurde sie zur weiteren Behandlung in das Aldergate Children's Hospital in Liverpool verlegt. Glücklicherweise hatte sich ihr Gesundheitszustand 2 Tage später so weit gebessert, dass das Beatmungsgerät entfernt werden konnte. Amy und ihr Mann waren froh. Sie wussten jedoch nicht, was als nächstes kommen würde. Nur 2 Tage später feierten sie Poppys Geburtstag. Sie bemerkten jedoch, dass mit ihr etwas nicht stimmte, weil sie sich unwohl fühlte. Ihre Augen begannen zu rollen. Eine Röntgenaufnahme des Brustkorbs zeigte, dass ihre Lungen voller Flüssigkeit waren und sie einen weiteren Atemstillstand erlitt. In dieser Nacht begann sie, Zuckungen und Krampfanfälle zu entwickeln. Ihr Zustand verschlechterte sich rapide. Das war der schwerste Moment in meinem Leben. Stell dir vor, du weißt nicht, ob du deine Prinzessin jemals wieder lächeln sehen wirst. Es gibt nichts Schrecklicheres, sagte Stephen. Der Brite erzählte, dass die Ergebnisse einer MRT-Untersuchung, die 2 Tage später durchgeführt wurde, überwältigend waren. Die Ärzte teilten ihnen mit, dass ihr Engel an einer schweren hypoxischen Hirnschädigung litt. Das bedeutete, dass ihr Gehirn nicht genügend Sauerstoff erhielt und sie das Bewusstsein verloren hatte. Stephen fragte, wie es weitergehen würde, doch was die Mediziner antworteten, war niederschmetternd. Ich fragte, ob sie wieder laufen oder sprechen würde, aber sie sagten, sie wüssten nicht einmal, ob sie überleben würde. Als ich es begriff, war es herzzerreißend, sagte er. Alles, was er hören wollte, war, dass sein Mädchen wieder gesund werden würde. Glücklicherweise gelang es den Ärzten mit der Zeit, ihr zu helfen, selbst zu atmen, aber sie war immer noch nicht ansprechbar. Nach Angaben des Vaters war sie nicht in der Lage, irgendetwas zu fühlen, selbst wenn man ihr eine helle Taschenlampe direkt vor die Augen hielt. Er gab an, dass sie sie im Arm hielten, aber alles, was sie tun konnte, war, sie einfach anzustarren. Ihre Familie war untröstlich. Die Eltern und ihre Geschwister Alicia, Macy und Elfie verbrachten Weihnachten mit ihr im Krankenhaus. Nicht nur, weil sie sie liebten, sondern auch, weil sie Angst hatten, dass es ihr letztes sein könnte.
Wir gingen am Heiligabend zur Mitternachtsmesse und zündeten Kerzen für sie an. Ich habe den Priester gefragt, ob er kommen und sie segnen kann, sagt ihr Vater. Am Weihnachtstag schließlich wurde sie auf die Intensivstation verlegt, wo sie Besuch empfangen durfte, der einige Zeit mit ihr verbringen wollte. Sie wussten jedoch nicht, dass etwas Bemerkenswertes geschehen würde. Eine von Poppys älteren Schwestern, Macy, ging zu ihr und pustete eine Himbeere auf ihren kleinen Bauch. Nach Aussage von Poppys Vater war das der unglaubliche Moment, in dem seine Tochter lachte. Obwohl die Ärzte alles getan hatten, um Poppy zu helfen, genügte eine Kleinigkeit, damit sie wieder zu Bewusstsein kam. Sie konnten es nicht fassen, als sie ein Kichern ausstieß. Das war ein Wunder, das sie nie erwartet hatten. Aber das war noch nicht alles. Später begann sie mit ihren Beinen und Armen leicht zu zucken. Die Behandler meinten, es könne sich dabei nur um Rückenmarksreflexe handeln. Steven weigerte sich jedoch, den Annahmen Glauben zu schenken. Er meinte, dass mehr dahinter steckte. Jeden Tag ging es Poppy besser. Schließlich hatte sie die Besinnung wieder erlangt. Die Mediziner waren erstaunt, wie schnell sie sich erholte. Es fiel ihnen schwer zu glauben, dass sie weiterhin allen Widrigkeiten trotzte. Obwohl sie noch etwas wackelig auf den Beinen war, glaubte ihr Papa, dass es ihr besser gehen würde und sie wieder laufen könnte. Überraschenderweise geschah dies innerhalb der nächsten 2 Monate. Seine Poppy lernte wieder krabbeln und sprechen. Wir konnten es nicht glauben. Es sind gerade einmal 8 Wochen vergangen. Es ist unglaublich. Sie hat so große Fortschritte gemacht. Alle sind verblüfft. Sie sagen, sie sind froh, dass sie es tut, aber sie hätten es nicht erwartet. Sie beweist allen, dass sie falsch lagen, erklärte Steven. Um ihre Heilung zu beschleunigen und ihr die Chance zu geben, so schnell wie möglich zur Normalität zurückzukehren, hat ihre Familie eine GoFundMe-Seite eingerichtet. Mit dieser sammelten sie etwa 6.000 Pfund, die für ihre 14-tägige intensive Physiotherapie in der Cosmo Suite Rehabilitation Unit in Italien benötigt wurden. Glücklicherweise haben viele Menschen dazu beigetragen. Die Behandlung wurde in ihrem Land nicht durchgeführt, weil es dort nicht die Möglichkeiten gab. Ihre Liebsten waren der Meinung, dass eine tägliche Therapie ihre Beweglichkeit deutlich verbessern würde. Unser Krankenhaus war großartig, aber es ist klein und hat nicht die Option, ihr diese Behandlung zukommen zu lassen, sagt ihr Vater. Poppy, die in ihren ersten beiden Lebensjahren lebensbedrohliche Zustände durchlebte, geht es jetzt sehr gut. Für ihre Eltern wird dieses Wunder für immer in ihrem Herzen bleiben. Ihr kostbares kleines Mädchen bekam eine zweite Chance und das alles dank der Tat ihrer älteren Schwester Macy. Diese bemerkenswerte Geschichte ist eine perfekte Erinnerung daran, dass wir in jeder Situation niemals aufgeben sollten, denn es gibt immer ein Licht am Ende des Tunnels. Wie hat dich die erstaunliche Erzählung dieses kleinen Mädchens inspiriert? Teile es mir in den Kommentaren mit. Bis zum nächsten Mal.